Maria Magdalena lese ich am 22. Juli in unserem heiligen Kalender. Wobei Magdalena gar kein Name, sondern ursprünglich eine Ortsbezeichnung ist. Magdala, also Maria aus Magdala. Und außerdem hat es mit diesem Festtag eine besondere Bewandtnis. Warum, Vater? Ja, weil es eigentlich drei verschiedene Frauengestalten der Bibel sind, die schon früh, seit Augustinus und Gregor dem Großen, in frommer Legende zu einer einzigen Person geworden sind, zu Maria Magdalena. Welche drei verschiedenen Frauen? Die Sünderin, die Prostituierte, die Jesus die Füße gewaschen und gesalbt hat, dann Maria aus Bethanien, die Schwester des Lazarus, und schließlich die Frau, die von bösen Dämonen beherrscht war, von Jesus geheilt wurde und von da an bei ihm blieb. Bitte erzähl mir von ihnen, Vater. Von der Sünderin, der Prostituierten, erfahren wir im Lukas-Evangelium. Der Pharisäer Simon hatte mit anderen Gästen auch Jesus zum Essen eingeladen. Als sie gegessen hatten, kam eine Frau in den Speisesaal. Diener, was soll ausgerechnet diese Frau in meinem Haus? Warum hast du sie reingelassen? Ich konnte sie nicht aufhalten. Sie wollte zu Jesus. Bist du Jesus von Nazareth? Ja, der bin ich. Wie heißt du? Maria. Warum weinst du? Ich weine über mich und über das, was ich tue. Also, das ist doch die Höhe. Jetzt kniet sie auch noch vor Jesus nieder. Entschuldigt diesen Auftritt, meine Gäste. Ihre Tränen haben Jesus die Füße ganz nass gemacht. Mit ihren langen Haaren trocknet sie seine Füße. Hier haben wir den klaren Beweis dafür, was wir Pharisäer schon immer sagen, dass nämlich Jesus kein Prophet ist. Wenn er wirklich Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Dann müsste er wissen, dass eine Hure, eine öffentliche Sünderin vor ihm kniet. Jetzt salbt sie sogar seine Füße noch mit Öl. Sie küsst sie sogar. Das reicht. Jesus, du bist mein Gast und ich will dich vor Schaden bewahren. Weißt du nicht, von wem du dich da anfassen lässt? Ich will dir etwas sagen, Simon. Sieh mal, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mich zur Begrüßung nicht umarmt. Sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Gesicht nicht gesalbt. Sie aber hat kostbares Öl über meine Füße gegossen. Du verachtest sie, weil sie eine Prostituierte ist. Ich aber versichere dir, wegen der Liebe, die sie mir erwiesen hat, ist ihre große Schuld vergeben worden. Denn sie hat viel geliebt. Wer aber wenig liebt, Simon, dem wird auch nur wenig vergeben. Maria, steh auf. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Von Maria, der Schwester des Lazarus, lesen wir auch im Lukas-Evangelium. Lazarus, der Freund von Jesus, hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Als Jesus bei ihnen zu Gast war, kümmerte sich Martha um das Essen. Sie trug die Speisen zusammen, kochte am Herd und deckte den Tisch. Maria saß die ganze Zeit bei Jesus und hörte ihm zu. Da sagte Martha: Jesus, sieh doch, ich habe alle Hände voll zu tun. Alles muss ich alleine machen. Meine Schwester tut nichts. Sie sitzt nur da und hört dir zu. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge. Aber eigentlich ist nur eines wichtig und notwendig. Maria, die mir zuhört, hat das Bessere erwählt. Das kann ihr niemand nehmen. Vater, du hast auch noch von einer Maria Magdalena gesprochen, die von bösen Dämonen besessen war, die Jesus sie ausgetrieben hat. Ja, und von dem Tag an blieb sie bei Jesus. Sie stand unter dem Kreuz, als er starb, und sie half mit, den toten Jesus ins Grab zu legen. Ein paar Tage später ging sie mit einer Frau, die auch Maria hieß, der Frau des Klopas, ans Grab. Die Frauen hatten Öle und Salben gekauft, um, wie es damals Brauch war, den Leichnam damit einzureiben.
Gerade fällt mir ein, Maria Magdalena, wir haben etwas nicht bedacht. Was meinst du, Maria? Denk doch mal an den großen Stein vor dem Grab. Wir hätten ein paar starke Männer mitnehmen sollen. Wir zwei Frauen können den schweren Stein doch nicht zur Seite schieben. Das ist wahr. Daran haben wir nicht gedacht. Sollen wir umkehren? Nein, nein. Wir sind ja gleich da. Ah, vielleicht helfen uns die zwei Soldaten, die die Römer als Wache vor das Grab gestellt haben. Oh, was ist das? Sieh mal. Das Grab. Der große Stein davor ist weggewälzt. Oh ja. Wer kann das gemacht haben? Meinst du, irgendjemand hätte den Leichnam von Jesus gestohlen und die Wachen getötet? Ich weiß es nicht. Oh, im Grab ist es ganz hell. Wie ein grelles Licht. Komm, wir laufen weg. Nein, nein, ich will wissen, was hier geschehen ist. Hast du denn keine Angst? Doch, aber ich gehe jetzt trotzdem ins Grab. Erkennst du was? In hellem Licht steht jemand vor mir. Wer bist du? Ich bin ein Engel des Herrn. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferweckt worden, so wie er es vorausgesagt hat. Das ist ja wunderbar. Es ist alles so gekommen, wie Jesus es gesagt hat. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Komm, wir wollen es schnell den Jüngern sagen. Lauf du schon voraus, Maria. Ich muss mich noch ein wenig ausruhen. Ich beeile mich. Die Jünger werden sich freuen. Komm bald nach. Da ist ein Mann vor dem Grab. Wer bist du? Bist du der Gärtner? Sei gegrüßt, Maria Magdalena. Jesus, du bist es. Ich erkenne dich an deiner Stimme. Und jetzt sehe ich auch dein Gesicht. Ich war noch wie geblendet von der Erscheinung des Engels. Berühre mich nicht, Maria Magdalena, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem und eurem Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Dann war ja Maria Magdalena die Erste, die den auferstandenen Jesus gesehen hat. Ja, und die Legende erzählt, dass sie nach der Himmelfahrt des Herrn zusammen mit Lazarus und anderen Christen von Ungläubigen in ein Boot gesetzt und ohne Ruder aufs Meer hinausgestoßen wurde, damit alle untergehen sollten. Aber durch Gottes Fügung gelangten sie nach Marseille. Dort sprach Maria Magdalena mit den Menschen von Jesus und viele bekehrte sie zum wahren Glauben. 30 Jahre lebte sie noch, dann starb sie, betend und in Frieden.